Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ, heute hier mit dem Entsorgungsfachmann. Wir versuchen mal wieder eine Streak aufzustellen. Soweit ich weiß, war das Ziel glaube ich 17. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Ich spiele das Ganze mit den Lärmgranaten, der Standarddrohne und dem Presslufthammer. Weil das einfach so eher so mein Kit ist. Das andere Kit, was mir angeboten wurde, wäre dann genau die anderen Fähigkeiten. Also die Lärminen, die bessere andere Drohne und dieser Turbo-Dings gewesen. Aber das ist nicht so mein Spiel. Deswegen bleibe ich mal lieber hierbei. Weil sonst wird es auf gar keinen Fall was hier mit der Serie. Und der erste ist erst einmal eine Vorlage geworden. Der zweite... Wie viel 17 müssen wir schaffen? Jo, 17. Der zweite wurde einfach mal gar nichts. Ich habe eine Topfpflanze bezogen. Bin ich cool oder bin ich cool? Gar nichts von beiden. Ich hol's hier ein bisschen in den Garten rein. Und da rennt auch schon einer direkt über die Explosion rein. Und da rennt schon wieder der nächste direkt rein. Damit hoffe ich eigentlich Kills zu ziehen. Aber irgendwie haben die Gegner keine Lust dabei zu verrecken. Ich komm schon, der Splash Damage. Ja, erster Kill hier. Und nochmal eine Topfpflanze weggeholt. Auch ein Kill. Zweiter Kill. Ich bin viel zu nah im Garten. Ja, ich bin vorne. Danke, Sonnenblume. Wichser. Oh Mann. Scheiß Agentenerbse. Die sind einfach zu schnell im Aimen. Wenn du mit einer Drohne über denen fliegst, die hauen dich direkt weg. Okay. Ich find's hier schön, das heißt von hier aus gehen wir mal wieder schön in den Garten rein. Die Kartoffelmine habe ich geholt, aber das scheint dann auch schon alles gewesen zu sein, was ich da holen kann. Der da oben scheint auch schon wieder tot zu sein. Ich will nicht in den Garten reinlaufen. Ich hätte zwar erst 2 Kills, aber auch die will ich nicht verlieren. Kills. Ich bin auch noch bei 2. Ich kriege einfach keine Kills. Das ist mein Problem. Drei. Oh oh. Sonnenblume mit gutem Aiming. Ja, die sind mies. Oh. Alter. Nuke in the Garden. Toll, eine Topfpflanze. Ich mache Nuke in den Garten rein und zerstöre eine Topfpflanze. Läuft bei mir. So. Alter. Da oben ein Erbsenagent und eine Kommandoerbse. Die Kommandoerbse wurde von meinem Gift geraped. Nice. 3 oder 4 schon? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht hingeguckt. 3 oder 4 irgendwie sowas. Aber die wiederbeleben sich alle. Und sie werfen Bohnen. Und ich bin tot. Gut. Dann fängt wohl die Serie wieder von vorne an. Ich habe so das Gefühl, eine 17er Serie ist schon extrem hoch, sag ich jetzt einmal. So was schafft man vielleicht mal in einer von 40, 50 Runden, ne? So, einen habe ich wieder. Ich
glaube, mit dem muss ich einfach viel mehr offensiv reingehen. Da kannst du nicht so auf Splash Damage spielen, da musst du wirklich instant draufballern. Da ist er einfach viel effektiver. Drei Kills. Nicht gut. Hier drüben lief doch gerade eine scheiß Erbse. Ja. Was die hin? Also die Pflanzenteam ist echt schlecht. Das ist richtig schlecht und das erschwert uns unsere Challenge noch mehr. Weil wir einfach viel zu schnell gewinnen. Derzeit schaffst du es gar nicht, die ganzen Kills zu machen. Ey, das war meiner. Ich. So, dafür habe ich mir die zwei geraped. Bin auch wieder bei 3. Aber bis zu 17 ist halt doch noch ein längerer Weg von 3. Oh ja. 5 ist auch ziemlich wenig. Und ich bin bei 4. Durch einen Glückstreffer beim in den Garten spammen. Und bei 5. Glaub, oh, fuck. Nein. Arsch. Ich habe gerade mehrere Megaphones auf einmal geworfen. Hintereinander, so bam, bam, bam. 3 Stück. Die Textur war fast ineinander verpackt. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Alter, die Drohne ist 50 Kilometer weit entfernt, was machen sie? Zerstören sie. Jo. Komm schon, irgendjemand muss doch da mal verrecken. Ich mach so viele Hits und gibt so viel Damage und keiner stirbt. Wir nehmen einfach schon wieder in den Garten ein. Ich hab schon die Hälfte. Echt? Ja, 7. Das ist aber nicht die Hälfte von 17. Auch 17, oh, ich hab das 17. Hab vergessen, dass 17 waren. Ja, nee, das dauert schon noch ein wenig. Komm schon, verreck. Scheiß Ego. Der verreckt jeder dich. Und da kommt ein Schnapper. So, 6er. Ich bin bei 6 jetzt. Komm schon, der da oben schon wieder sehr gut vergiftet, aber er verreckt wieder nicht. Er verreckt wieder nicht. 8. Da ist irgendwo eine Bohne. Der da oben lebt immer noch. Jetzt ist er tot. Alter. Komm schon, verreck du Sonnenblume. Pisse. Pisse, Sonnenblume. Pisse. Voll, ich gebe ihr Volltreffer, und weißt du, ich würde ihr Volltreffer Schaden machen? Nee. Ne. Ich gebe Umgebungsschaden 2 oder so, obwohl ich eigentlich 40 machen müsste. Jetzt verrecke ich. Ich verreck. Boah, warum heile ich mich? Aber hier ist der. What? Lol. Du, die gerade einfach gewonnen hättet, obwohl ich 60 Dinge hatte. Von dem scheiß Plasma-Disruptor. Ich bin wieder tot. Ja, der voll aufgeladen ist. Ja. Ja, trotzdem. Es kam auch kein Schuss, ich bin auf einmal einfach umgefallen. Ja, Plasma des Rüpfers, ist klar. Jo, das aber es laggt heute auch irgendwie wieder ein bisschen. Manchmal, aber nicht so hart. Ja, nicht hart, aber du hast immer wieder so Dinger, wo auf einmal ein Gegner auftaucht, wo keiner war oder so. Oder du einfach eingeschleimt wirst und währenddessen in dem Sonnenstrahl stehst und den Kill danach noch machst, sodass er für deine nächste Serie zählt. 9! Jetzt habe ich um die Hälfte. Ja, jetzt hast du die Hälfte. Das heißt, vielleicht schaffst du es ja doch.
Ja, die Nuss rollt an mir vorbei, explodiert und tötet mich. What the fuck? Ist geil, oder? Vor allem hat die mich halt nicht getroffen. Die ist einfach an mir vorbeigerannt, auf einmal ist vor mir irgendwas explodiert und ich war tot. Paco, pass auf. Danke, genau so. Der war schon längst weg, Alter. Und was soll er? Die Ding explodiert, aber er stirbt. Boah. 5 fucking AP. Nein! Erbsenagent! Okay, ich bin wieder tot. Aber mit meiner Serie wird nichts mehr. Ich kümmere mich jetzt um den Sieg. Und die rollt wieder mir vorbei. Ja. Aber diesmal bin ich gar nicht verreckt dabei. Boah, also wie viel hält die Sonnenblume aus mit der Drohne? Jo, ist klar. Dieser scheiß Erbsenagenter, ne? Das ist so unfair. Der macht einfach so eine derben Damage. Nein! Boah, Alter. Bist du auch gefreckt? Fast, Alter. Fast diese scheiß Nuss, ey. Ja, du musst da hoch, um deine Serie fortzusetzen. Von hier unten tust du eh nichts. Ich aber da oben ist so ein scheiß Erbsenagent am Teleporter. Yeah! Down ist er! Okay, ich geb dir Deckung. Oh oh, Einsatzkommando. Hol ihn dir, der ist fast tot. Hast du ihn? Du hast ihn. 11 hab ich. 11 hab ich. Kann er mal eine Healstation oder so? Nee, hier sind keine Wissenschaftler. Dachte ich, das ist schon wieder der Erbsenagent. Oh, er ist weg. Muss mir so Deckung geben, Alter. Ja, ich mach grad YOLO-Mode und renn nach vorne. Du darfst nicht in den Ding rein, ne? Dann ist eine Serie weg. Ich weiß. Mach ich. Jo, ich hab noch einen Kill gemacht, während ich reingetackelt bin. Aber ich glaube, du spielst gleich aus. Okay, ich gehe nicht mehr rein. Ich schinde noch Zeit für dich. Ich gehe nicht mehr rein. Okay, es ist aus. Okay, jetzt ist vorbei. Aber ich habe 11 geschafft. 11? Ja, damit hast du auf jeden Fall das hier gegen mich gewonnen. Ich würde sagen, 11 ist eine akzeptable Leistung, mit der man so eine Folge hier beenden kann. Natürlich. Immer noch. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal. Ihr könnt euch gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Mal vielleicht auch Sachen, die man vielleicht auf den ersten Versuch schaffen kann, weil gerade so Sachen wie eine 17er Kill-Serie sind halt doch so Sachen, wo man vielleicht 20, 30 Folgen aufnehmen müsste, bis man das irgendwann mal schafft. Und ich finde halt, das ist auch dämlich, wenn es gestellt ist. Also ich will eine Challenge haben, die halt auf die ersten 2 Versuche vielleicht machbar ist. Und wenn nicht, dann ist halt so wie jetzt. Die Challenge ist leider nicht geschafft worden. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.